Auf einer Strecke von etwa einem Kilometer stehen großformatige Fotografien. Direkt am Rand des Moores zwischen Bergpanorama und der A94. Was von hinten wie trostlose Bauzäune aussehen mag, ist eine Open-Air-Ausstellung des Murnauer Fotografen Christian Kolb. Der Künstler setzt sich darin mit verschiedenen Sichtweisen auf ein urmenschliches und gesellschaftliches Thema auseinander. Ich habe im Frühjahr mir überlegt, eine neue Ausstellung zu machen und habe dann mit den Bauern hier gesprochen, was könnte man denn machen. Und ich hätte ja so viele Bilder, Mona Werdenfelser Rinder, schon fertig. Und dann hat der gesagt, da machst du was über Anbindehaltung. Und habe ich gesagt, Anbindehaltung alleine, das ist mir ein bisschen zu wenig, also machen wir Haltung. Und Haltung ist ein ganz breiter Begriff, den man dann sehr gerne und wunderbar ausbreiten kann. Die Ausstellung am Murnauer Moos ist für Vorbeikommende und Einheimische, die die speziellen Kunstwerke betrachten wollen. Neben der Landschaft und deren Bevölkerung hat der Fotograf einige dort beheimatete Tiere abgelichtet. Ich finde die Aufteilung gut, weil es ganz verschiedene Themen sind. Wir sind zwar jetzt erst am Anfang, aber ich bin wieder mal begeistert, dass der Herr Kolb da so tolle Sachen macht. Und was mir auch gefällt, dass es hier in der Landschaft auch so schön integriert ist. Jeden Sonntag um 11.30 Uhr gibt es zwischen Kühen, Bergen und der Autobahn eine Führung des Fotografen mit musikalischer Umrahmung. Ich verfolge das Ziel, dass man eben über Haltung nachdenkt und dass man möglichst viele Leute, Einheimische auch reinkriegt zu dieser Ausstellung, die man vielleicht so zu einer normalen Kunstausstellung nicht so gewinnen kann. Die Ausstellung Haltung in Eschenlohe steht noch bis zum 6. Januar 2023. Zum krönenden Abschluss werden die Bilder dann versteigert.